Wo sind Sie hin? Sind Sie wieder zu Hause? Was siehst du, alte Freundin? Am Markt? Hier drüben! Alles in Ordnung? Uns geht es gut. Farawit und seine Leute haben König Rixige zurück in seine Halle gebracht. Alle sind in Sicherheit. Dann treffen wir uns dort. Okay, einmal zur Halle. So, ich muss... was? Muss ich uns lesen und vielleicht... Reden wir mal im Discord. Sehr gerne. Also, du bist hier immer herzlich willkommen. Und ich wünsche dir dann einen schönen Restabend. Lass es dir gut gehen. Hören kann aber ganz schön laufen. Besser hören? Hören? Ich weiß es gerade gar nicht. Boah, ich bin auch langsam wieder ein bisschen durch, ne? Ach, 10 Stunden. Audun, dieser wehleidige Scheißkerl. Wie machst du hier? Das ist mir egal. Ich will antworten. Ruhig, König Rixige. Audun ist tot. Das beruhigt mich nicht. Ich wollte ihm persönlich die Wirbelsäule rausreißen. Du willst mich beruhigen? Fang an zu reden. Audun war mit einer geheimen Gruppe im Bund, die Jofurvik übernehmen wollte. Er bekam Hilfe von zwei anderen. Grigori, dem Hafenmeister, und Ingiborg, der Äbtissin. Und du? Warst du seit dem Moment deiner Ankunft auf der Spur dieser Verschwörer? Ja, es durfte nur nicht bekannt werden. Diese Gruppe kann jeden erreichen und die Mauern jeder Stadt durchdringen. Wie Würmer in einem Apfel hätten sie Jofurvik von innen zerfressen, wenn wir es ihnen erlaubt hätten. Aber du konntest es verhindern. Wir sind dir zu ewigem Dank verpflichtet. Sei sicher, dass Jarl Halfdan davon erfahren wird. Ist die Bedrohung vernichtet, dann ist ja auch meine Verbundenheit gewiss. Ich verdanke dir mein Leben, so wie viele andere auch. Ich würde dich gerne zur Großgräve von Jofurvik ernennen. Was? Ehrenhalber. Nimmst du an? Das klingt jedenfalls gut. Du ehrst mich, Herr. Du hast es dir verdient. Jo, bis dann. Wenn ich so frei sein dürfte, in den Hohlräumen unter den Straßen liegt ein großer Silberschatz. Wie war das Silber, das der Hafenmeister eingetrieben hat? Was schlägst du vor, damit zu tun? Schwer arbeitende Händler wurden ihrer Waren beraubt. Ehre das Julfest, indem du das Silber den ehrlichen Bürgern Jofurviks zurückgibst. Ein weiser Rat. Ich stimme zu. Gut. Ich sorge dafür, dass Hjör das Silber gleichmäßig verteilt. Hjör, Entschuldigung, nicht Hjörn. Komm, Farawit, hilf mir, den Schatz zu bergen. Ich könnte etwas frische Luft vertragen. Es gibt ein Sprichwort in Jarmaland. Nur die Toten dürfen sich beschweren. Und wir leben noch. Ich könnte ein paar Worte gegen den König oder das Schatzhaus vorbringen. Aber wozu? Du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Vielleicht war es unser Schicksal, Harald Nordwege vorzuenthalten. Vielleicht ist es das noch? Nein. Nordwege liegt nun hinter mir und der Rest Englerlands vor mir. Gleichwohl. Ich muss gehen. Warte. Oh, wir haben lange kein Band mehr gekriegt. Solltest du uns je brauchen, wir kommen. Noch eine Sache. Das Silber auf deinem Tisch, Hjör. Es säte einen Zweifel in mir. Also muss ich es wissen. Wofür ist es? Ich kann wohl auf die Überraschung verzichten. Ich habe einen Silberschmied angeheuert, um ein Geschenk für Yufina schmieden zu lassen. Zum Julfest. Oh. Du Gauner. Oh. Ich werde dann lieber gehen, bevor ihr den Thron entweiht. Bis sich unsere Wege wieder kreuzen, Eivor. In dieser Welt oder der nächsten. Wenn es dich erneut nach Jofurvik verschlägt, trink ein Ale mit uns. Ich kenne ein Gasthaus die Straße runter. Oh. Scheint, der Wind ruft mich zurück zur Randweg. Ah, du hast dich von ihr getrennt.
wir haben uns doch von Randvi getrennt. Damit wir mit Petra zusammen sein können. Können wir hier was machen? Nope. Oder? Ja gut. Und ich habe jetzt das Beste verpasst, während ich mit meiner Freundin diskutiert habe. Ich wieder. Oh. Ich würde nicht sagen, dass du das Beste verpasst hast. Es ist im Endeffekt nur das Ende von dem Teil gewesen. Dann halt den Großteil. Ja, ist okay. Ich lade sie auf YouTube hoch, da kannst du es nachgucken. Müsste Folge 338 sein. So, dann schauen wir hier nochmal. Yay! Mhm. Zeig mir, was du anzubieten hast. Oh yeah. Nice. Boah, du bist die Erste, die dieses Yay richtig gelesen hat. Hut ab. Okay. Dann kann ich jetzt noch aufs Klo gehen, klar. Fertig. Es ist dir gestattet. So, warte. Mir deine Waren? Warte. Ich bin ja noch nicht fertig. Haben wir hier sonst noch was? Da. Yay! Ich weiß. Ich frage mich gerade, wie man das sonst anders aussprechen sollte. Haben wir noch was? Nope. War es das? Ja, jetzt schon. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Bis bald? Wer bist denn du? Rolf, welche Überraschung. Du bist bereits zurück aus dem Frankenland. Geht es Estrid gut? Aber ja. Als wir zurückkamen, hatten wir ein paar schwere Wochen. Aber sie ist bei ihrer Familie und es geht ihr gut. Ich suche derweil nach einem neuen Abenteuer. Wenn ich mich recht entsinne, sagtest du, dass ich es hier bei deinem Clan finde. So ist es. Du bist hier bei uns willkommen und wirst gebraucht. Such dir eine Bleibe. Wir segeln in Kürze los. Tun wir das? Das ist mir neu. Was können wir denn hier hinstellen? Ah, das Feuer. Das ist der Viehhof. Was können wir denn hier bauen? Zu wenig. Karis Haus. Ah, Gott, ich brauche noch ein paar. Boah, wir müssen Raubzüge machen. Aber erstmal müssen wir zu Randvi. Was haben wir hier? Maidas Haus. Erstmal müssen wir zu Randvi. Maus. Geht es dir gut, mein Kleiner? Hallo, Maus. Warte, bevor wir das machen. Hey, Petra. Eivor, mein Herz. Schön, dich zu sehen. Deswegen drehst du dich nicht um, oder was? Wollen wir ein wenig Zeit zusammen verbringen? Es war lange her. Es ist lange her, dass wir gepflügt haben. Es ist sehr lange her. Komm her zu mir. So schön.
So, jetzt können wir mit Ranfi reden. Unserer Ex. Grüße, Ex. Ich habe in Jofovik den Orden der Ältesten mit Jofvinas und Hjörs Hilfe ausgelöscht. Und sollten wir sie je brauchen, werden sie da sein. Du erfüllst diese Aufgabe gut, Eivor. Wirst du bald zu den manchmal Verborgenen eine links, gehören? Eine rechts. Ja, das hat ja mit Petra nicht funktioniert. Die Seitengassen bringen wenig Ruhm. Deswegen, ich hatte es ja probiert, als ich mich vor Torbjörn ge... Oh. Oh. Oh, wir haben einen neuen Brief. Wir haben einen Brief gekriegt. Was da wohl so drin steht. Ich meinte jetzt eine Ohrfeige. Ach so. Heitam. Brief von Heitam. Eivor. Ich habe einen weiteren Brief dieses armen Mitstreiters Christi erhalten. Es könnte sein, dass er neue Ziele enttarnt hat. Suche mich in meinem Heim auf, wenn du Zeit findest. Ich sollte mit Heitam die nächsten Ziele besprechen. Uiuiuiui. Ich sollte mit Heitam die nächsten ja, Ziele besprechen. Ja, Eivor, du wiederholst dich. Das Julfest. Oh Gott. Ey, jetzt renne ich hier da hinten. Jofovik ist nun vom Einfluss des Ordens befreit. Überwältigende Arbeit, wie immer. Danke für alles, was du getan hast. Ah, hier ist etwas für dich. Vor einigen Tagen kam ein merkwürdiger Brief an, unterzeichnet von einem... armen Mitstreiter Christi vielleicht? Richtig. Ein Bekannter von dir? Klar. Ich würde ihn nicht erkennen. Aber dieser Mitstreiter kennt viele Geheimnisse des Ordens. Seinetwegen fand ich sie so leicht in den Städten. In dem Brief steht, du musst nach Winchester reisen, zu Gottes Haus gehen und einen Mann in Weiß aufsuchen. Dann zitiere dies. Kommt Übermut, so kommt auch Schande. Bei den Bescheidenen aber... ist Weisheit. Nun denn, ich werde mit Ranfi sprechen. Mir ein Bild von all dem machen. Brauchst du irgendetwas? Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Okay, also müssen wir erstmal mit Ranfi reden. Vorher will ich aber noch ganz kurz zu Octavian. Weil wir haben jetzt wieder so viele römische Artefakte gefunden. Das sind ja doch so ein paar. Ich meinte jetzt... Achso. Das habe ich ja gerade schon gelesen. Ich weiß gar nicht, was kriegen wir denn? Yo! Hier, nimm. Mehr Relikte für deine Sammlung. Was hast du mir da mitgebracht? Wundervoll. Und hier habe ich etwas für dich. Ich will mehr von diesen Artefakten. Boah, unersetzlich. Wir sehen uns bald wieder. Vale! Vale! Unersättlich, der Typ. Gut, wir müssen mit Ranfi reden und dann nach Winchester. Ich frage mich außerdem, wo schon wieder Sigurd abgeblieben ist. Starrst du wieder gegen eine Wand? Musst du kacken oder was? Was machst du denn da, Sigurd? Oh Gott, der arme Mann. Was ist mit deinem Mann los, ha? Ich möchte die Bündniskarte einsehen. So, Winchester. Eigentlich, so nach meiner bisherigen Vorgehensweise, würde ich jetzt das hier machen. Aber, da wir gerade den Hinweis gekriegt haben mit Winchester, würde ich das machen. Heitam erhielt eine Nachricht aus Winchester. Von jemandem, der sich armer Mitstreiter Christi nennt. Dein verborgener Verbündeter. Spannend. Mehr Ziele, vermute ich. Ja. Was meinst du? Könnte das eine Falle sein?
Als Festung der Westsachsen wird Winchester ein wenig freundlicher Ort für dich sein, aber damit weißt du schon umzugehen. Wenn du gehst, halt dich zurück. Zurückhaltung ist jetzt nicht so eine meiner Stärken. Winchester. Ich soll einen Mann in Weiß in einem Gotteshaus treffen. Ihm soll ich sagen, kommt Übermut, so kommt auch Schande. Bei den Bescheidenen aber ist Weisheit. Ein Abschnitt ihres heiligen Buches, glaube ich. Interessant. Geh mit Bedacht. Mhm. Werde ich. Können wir uns da irgendwo in die Nähe porten? Wenn wir da hingehen, können wir da hin, können wir da hin. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Ich habe es doch glitzern gehört. Huch! Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, dann wollen wir mal. Och, komm schon. Hamptonshire. Schöne Musik. Schöne Musik. Ja gut, aber ich will erstmal nach Winchester, bevor wir hier irgendwas anderes machen. Was ich auf jeden Fall ganz gut finde, ist, dass sie das Auditore-Thema nicht so verwurstet haben in diesem Teil. Das hat sich in Odyssey nämlich irgendwie falsch angefühlt. Die Stadt des Glaubens, Winchester.